Willkommen, willkommen aus München. Mein Name ist Balasch und ich habe hier einen großen Bildschirm vor mir und zwar hier unten steht es in der Ecke. Das ist der 34UC99 von LG, ein Curved Ultra Wide Bildschirm, den es einmal noch in noch größerer Form gibt. 38 Zoll gibt es auch nochmal, aber ich packe jetzt hier den 34er aus, weil der hier das neue fast schon Flaggschiff wäre, denn wir haben neue Anschlüsse dran im Vergleich zum UC98. Zum Beispiel und weiterhin eine schöne hohe Auflösung mit starken Farben, schönen Farben und zum Videoschneiden, zum Zocken, zum alltäglichen Desktop-Aufgaben erledigen, die mehrere Word-Dokumente nebeneinander haben, vielleicht für meine Bachelor-Recherche und so weiter, ist so ein schön großer Bildschirm nicht wegzudenken. Also jetzt packe ich ihn ganz kurz aus, zeige euch von hinten auch die Anschlüsse, die hier besonders so neu sind und erzähle euch dann den Unterschied nochmal zum 98er, was eigentlich gar keinen großen Preisunterschied machen würde, jetzt noch den alten zu kaufen, denn der hält sich mit 750 Euro noch wacker im Preis auf Amazon. Hier haben wir einen Preis von 800 Euro und wenn ihr das 38 Zoll Modell haben wollt, dann habt ihr einen Preis von 1000 Euro. Da habt ihr dann allerdings auch nicht nur einen größeren Bildschirm, sondern auch eine größere Auflösung. Und zwar 3860x1600. Beim 38UC99 hier haben wir 3440x1440. Also auch sehr schön, aber leider noch nicht 4K in der Breite. Also zum Filme schauen noch nicht ganz da, wo wir ihn gerne hätten. AMD FreeSync übrigens auch mit dabei, aber kein Nvidia G-Sync. Da hat die Lizenz dann wohl nicht mehr gereicht, aber fangen wir an mit dem Unboxen, Zusammenbauen und dann erzähle ich euch gleich ein bisschen mehr zum 34UC99. Und nun steht er auch schon da, nach nur 15 Sekunden von Unboxen. Natürlich war das länger, das waren gerade 8 Minuten, die es gedauert hat, das Ganze aus der Packung zu nehmen, zusammenzubauen. Das Ganze habe ich mit dem LG V30 aufgenommen, weil ich da wunderbaren Timelapse in 4K aufnehmen kann, was kein anderes Smartphone aktuell immer noch kann. Und was ihr jetzt noch seht, ist weiterhin mit der LG V30 aufgenommen, ein LG Monitor. Und dann kann ich mein Smartphone auch gleich anschließen, denn wir haben genug Kabel dafür in der Form mit dabei. Zum einen zum Beispiel ein HDMI zu HDMI-Kabel, was natürlich nicht schaden kann für unsere Standard-Konsolen-Produkte. Wir haben aber auch ein DisplayPort zu DisplayPort-Kabel mit dabei, was ich gleich mir anschaue, ob wir hinten tatsächlich noch ein DisplayPort-Kabel einen Schluss überhaupt dran haben. Dann haben wir ein USB-C zu USB-C Kabel, heißt wir können unser Smartphone, Notebook, was auch immer anschließen, aber weil es natürlich Geräte gibt, die immer noch kein USB-C unterstützen, aber wir vielleicht den Hub ja drin benutzen wollen, gibt es hier einen kleinen Adapter von USB-C auf USB 3, damit wir auch wunderbar den Hub noch benutzen können, falls wir keinen USB-C-Stecker an unserem Gerät haben. Dann haben wir natürlich Strom mit Netzteil, was du kriegst, und dann auch noch diesen kleinen Adapter, den wir auch schon kennen, damit wir hinten das Kabel besser finden. Ich zeige euch gleich, worum es geht. Und die CD mit Software drauf, die wir benutzen können, um den LG-Monitor noch besser zu verwenden. Dazu dann gleich nochmal mehr. Das sind voll coole, pfiffige Sachen noch mit drin. Allerdings werde ich das runterladen. CD-Player habe ich nicht. Und hier seht ihr nochmal den Energiewert. Und jetzt schauen wir uns das Ganze von hinten an, wo wir eine schön glossy, aber weiße Oberfläche haben. Das heißt, Fingerabdrücke sind auf sowas da meistens nicht sichtbar. Bei Schwarz wäre das ein bisschen anders. Auch hier komplett Plastik, noch mit einer Folie drüber, mache ich gleich ab. Und hier auch Plastik, aber innen drin überall schön im Metall, stabiles Gehäuse, nur von außen macht es so ein bisschen nicht einen wertigeren Eindruck, aber ist auch leichter zum Sauberhalten, wenn es nicht aus Metall ist, so bleibt der Staub ein bisschen ferner. Dann haben wir hier viele Anschlüsse, DisplayPort, HDMI zweimal gleich und hier der USB-C-Anschluss für entweder den, damit wir den Bildschirm uns anzeigen lassen können und unser Notebook geladen wird oder damit wir auch den Hub hier verwenden können, falls wir den Adapter benutzen. Dieser USB-Anschluss ist nur für Service-Zwecke gedacht, also falls der Computer mal oder der Bildschirm Fehler haben sollte und ihr das an LG einschickt, wird das hier dann überprüft, was der genaue Fehler ist. Dann haben wir einen Stromanschluss und einen Kopfhörerausgang, denn über HDMI gibt es ja auch den Ton, der reingeht in den Bildschirm und wir haben Lautsprecher drin, aber wir können auch unseren Kopfhörer hier anschließen und den Ton dann darüber ausgeben, der über HDMI reingeschickt wird oder über USB-C. Hier die Rückseite, ihr habt es vorhin gesehen, ich habe es einfach reingeklackt, denn ihr müsst das hier dann nur noch nach unten einmal hier ziehen und dann könnt ihr das Ganze wieder nach vorne wegkippen. Und apropos kippen, man kann natürlich ganz einfach die Höhe verstellen, wie ihr sehen könnt, das geht kinderleicht, und auch den Winkel
nach vorne, nach hinten ein bisschen hier kippen, neigen und wie man ihn auch immer verwenden möchte, in welcher Höhe und mit welcher Bequemlichkeit. Das war es ja also entsprechend auch schon mit dem LG 34U1099 im Unboxing. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Balaschgal und das war Tech Video.